Moin moin Freunde und willkommen beim neuen Video. Lasst uns direkt mal loslegen. Was sehe ich denn endlich da? Das blöde Ebenholzarmband ist endlich verkauft und wir haben 7 Won und 651 KK im Shop. Es sind tatsächlich einige Taus weggegangen und ja, ich habe gerade schon auf den Markt geguckt. Ich möchte noch ein paar Taus herstellen. Ich werde jetzt erstmal alles hier so kaufen mit euch gemeinsam und dann sehen wir uns gleich vom NPC. Aber erstmal suchen wir nochmal 40 Blüten und so weiter. So, ihr seht schon, es sind sehr, sehr viele günstige gerade auf dem Markt. Ich kaufe natürlich jetzt alles soweit raus. Flieder gibt es auch noch genug, da hole ich auch gleich meine raus. Und dann denke ich mal, werden wir so circa ja 20 Stacks Taus herstellen. Also ich werde für 20 Stacks Taus dann alles rauskaufen. Aber jetzt kaufe ich erstmal alles raus und dann, ja, das müsst ihr euch jetzt nicht angucken, wie ich hier 30 Mal auf 40 Blüte klicke, würde ich sagen. Ja, ich bin bei den letzten 5 jetzt angekommen. Die sind mittlerweile bei 6,4 KK, aber die kaufe ich jetzt auch noch, damit wir wirklich die 20 Stacks Taus herstellen können. Das ist mir jetzt persönlich egal. Und das möchte ich jetzt einmal noch durchziehen. Hier sind noch 2 Stacks und dann muss ich noch die Flieder rausholen und die restlichen Flieder kaufen. Leute, es tut mir leid, das unten links, das kann ich nicht rausholen, das kleine Bild. Ah, ich bin so ein Trottel. Ja, ignoriert das einfach. Das war noch vom Hydra-Video und ja, das habe ich vergessen rauszunehmen. Und jetzt habe ich es gerade gemerkt und habe es rausgenommen. Es tut mir leid. Die 40 Stacks leeren Flaschen werde ich jetzt auch noch kurz kaufen, damit ich dann gleich die Taus herstellen kann. So, die kaufen wir jetzt auch noch. Das sind auch nochmal 60 KK, die wir ausgeben müssen. Alles ist vorbereitet, wir klicken jetzt die Taus durch und dann schauen wir uns 20 geschmeidige Stacks Taus an, da habe ich schon mega Bock drauf. Alle 20 Stacks sind hergestellt und wir fangen an. Erstes Stack, 15er 2 dB, 8er 1, den kann man fast wegwerfen, 12er 3 Minuten, 15er 2, mach doch 15er 3, Mann. 12er 2, 10er 3, 12er 10 und das ist immer genau, was ich letztes Mal gesagt habe. Manchmal kann es auch komplett in die Hose gehen. 12er 1, 15er 10, das ist sehr schön, wieder 2 Won eingenommen. 12er 2, 10er 10, 15er 10 nochmal, also 4 Won, 12er 5, 15er 5 auch wieder sehr gut, 12er 5, 20er 2, warum 2, macht doch 3, aber die sind auch was wert, nochmal 15er 5, 12er 1, 12er 3 und die letzten 10er 3. Ein 20er Stack haben wir wieder rausgekriegt, ein paar gute 15er, aber im Endeffekt rechne ich jetzt mal kurz aus und sage euch, ob wir Profit gemacht haben oder nicht. So, ich habe es ausgerechnet, der Spaß hat mir 393 KK gekostet, also wir haben alleine schon durch die zwei 15er, 10 Minuten, die wir gezogen haben, alles schon wieder reingeholt, also alles fein. Wo war der 15er? Hier war der eine und da war der andere, also die zwei alleine sind schon 4 Won und haben die ganzen Tausche rausgeholt, das ist doch nice. Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, hier nachzurechnen, wie viel ich ausgegeben habe, ja, ihr kommt auf 343 KK, wenn ihr es vom Young nimmt, aber ich habe ja noch 10 Stacks Flieder im Shop gehabt und deswegen sind es 393 KK. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz die Preise hier von den Taus, wenn ihr dann genauer wissen wollt, dann müsst ihr jetzt einfach anhalten, weil wenn ich die jetzt einzeln durchgehe hier, dann bin ich 10 Jahre damit beschäftigt. Auf jeden Fall habe ich, das Wichtigste ist, die 15er mit 10 Minuten erstmal für 2,50 Won reingestellt und auch die 2 Minuten 20er auch für 2,50 Won. Also das sind somit die wichtigsten und hier die Won-Preise sind halt die wichtigsten mit. Also ansonsten die Kleinkram, da habe ich so ein bisschen nach Reihenfolge gegangen. Also da ist nichts Besonderes am Preis und deswegen öffnen wir jetzt den Shop und hoffen, dass schnell Tausche weggehen werden. Und das war das letzte Mal in diesem Video, dass wir Tausche herstellen auf jeden Fall. Ich finde es tatsächlich derzeit richtig schwer, EQ zu finden, aber hier haben wir Holzschuhe plus 9 für 2 Won mit 5 Crabs. Die gehen derzeit für 2,5 Won verkauft. Ein Eisenhelm plus 9 mit 3 Bonis für 60 KK, da sage ich nicht nein zu, den nehmen wir mit und verkaufen den weiter für 1 Won. Da wir gerade nichts finden, kaufe ich jetzt einfach hier 5 Legionix für je 1,5 Won. Die sind halt einfach derbe günstig. Die kriegen wir für 1,70 easy wieder verkaufen. Das sind dann auch nochmal kurz 1 Won Gewinn auf die Schnelle. Und ich merke gerade, das hat mit dem Young einfach mal absolut komplett gepasst. Ich liebe sowas. Ja, und die Onix sind für 1,7 drin, die Holzschuhe für 2,5 und der Eisenhelm für 1 Won. Ja, was soll ich sagen? Ein paar Stacks Taus sind weg. Das ist natürlich sehr nice. Und die Legionix sind alle verkauft. 7 Won und 481 KK haben wir im Shop. Und damit können wir definitiv was Ordentliches finden. Wir genehmigen uns jetzt einige Alchemiesteine. Und zwar werde ich jetzt nochmal 2 Won umwandeln. Dann kann ich nochmal einen mehr kaufen. So, das ist auch erledigt. Dann suchen wir den mit den besten Boni raus. Kriegersucher, Abwehr, Ninja. Nehmen wir erstmal den mit. Gibt es noch einen guten Saphir? Nein, dann gucken wir nochmal bei Granat rein. Da gab es auch für 3,50, dann nehmen wir auf jeden Fall den perfekten hier für 3,50 und zu guter Letzt nehmen wir nochmal den hier mit MP wiederherstellen und MP Absort für 3,50 und damit machen wir auch nochmal 1,5 Won Profit. Und zu guter Letzt genehmigen wir jetzt hier uns nochmal 15 Energiekristalle, 10er, da wandeln wir nochmal einen Won um und verkaufen die dann einzeln, damit wir ein bisschen den Shop füllen können.
Alle Sachen sind nun wieder im Shop drin. Die Steine habe ich jeweils für 4 Wonnen reingestanden und reingetan und die Energiekristalle für 9,2 KK pro. Ja, das ist doch mal mega nice. Wir haben entspannte 19 Wonnen und 242 KK im Shop. Da ging echt einiges raus, vor allem auch Taus. 1,50 Won für Legi Onyx, da kaufen wir doch direkt mal alle raus, soweit es geht. Ich muss noch 1 Won gleich umwandeln, so ein Mist. Aber das machen wir gleich auch noch schnell. Zack, 1 Won umgewandelt, dann kaufen wir die letzten 2 auch noch raus. So, der letzte und zack, jetzt haben wir alle gekriegt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe einen schönen Helm auf dem Markt gefunden. Verhöhen die plus 9, 15 Feuer für nur 5 Won, den kriegen wir easy für 7 bis 8 Won weiterverkauft. Ansonsten schaue ich mal, ob ich noch was Schönes finde. Oha, hier ist noch ein Mega-Schnapper im Shop. Ein Feuertali plus 1. Ich muss den schnell kaufen für 3 Won. Für gerade einmal 3 Won mit 30 Insekten und 4 Def. Das ist einfach mal der perfekte Tali für SD. Also der Shop, da war im Übrigen auch, Alter, noch ein Drachenstahlhelm plus 9 für 16 Won. Mein Gott, das ist ein richtiger Schnapper-Shop hier. Und ein Marsch, Alter, Vater. Also hier muss ich gleich noch ein paar andere Sachen rauskaufen. Das ist ja richtig ärgerlich. Im Übrigen habe ich noch ein bisschen Won im Shop. Da schauen wir gleich mal rein, was da noch drin ist. Machen wir jetzt auch mal direkt. Vielleicht können wir hier dann gleich noch ein bisschen mehr rauskaufen. Wir haben nochmal 4 Won und 233 KK im Shop. Das heißt, wir können nochmal 3 Won umwandeln gleich. Ja, zu guter Letzt kaufe ich jetzt für heute nochmal 2 nette Armbänder. Einmal ein 10 Wind, 20 Teufel HTA plus 6. Das reicht vollkommen aus zum Leveln. Vor allem sind da noch 5 TPA drin. Und als zweites nochmal ein 15 Feuerarmband. Diesmal für 2,5 Won. Aber es ist ein HTA plus 6, weshalb ich das halt locker für 3 Won weiterverkaufen kann. So, jetzt packe ich die Sachen noch im Shop rein. Der Feuerteil und so weiter. Das war ja natürlich ein mega Schnapper jetzt hier. Damit haben wir gefühlt den Preis überverdreifacht. Das ist natürlich mega nice. Das gleiche beim Helm. 8 Won easy. Auch dafür auch nochmal 3 Won Profit. Das sieht doch mal schön aus. Langsam wird es ja auch mal ein bisschen mit EQ. Das eine HT haben wir für 6 Won reingestellt, das andere für 3, den Verhöhn ich für 8, den Feuertali für 13. Ich hoffe, der geht relativ fix weg. Ja, und die anderen Sachen kennt ihr ja soweit alle. Die Onyx haben wir vorhin schon für 1,75 reingetan. Ist ja auch schon mittlerweile ein bisschen her und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als 30 Tage am Start. Erstmal den Shop öffnen. Ich habe tatsächlich noch was gefunden, eine Kettenkapuze plus 9 für 1 Won gerade mal. Hier ist leider sonst nichts mehr im Shop drin, höchstens die Rüstung vielleicht noch. Aber da ist halt nichts drin, was man sonst weiterverkaufen kann. Aber für 1 Won eine Kettenkapuze plus 9 mit 10 Feuer ist halt wirklich wieder geschenkt. Die können wir auch wieder, was weiß ich, für 2 Won 30 oder so reinstellen, damit die schnell wieder weggeht. Kommen wir mal 2 Won 50 sogar und dann hoffen wir mal, dass sie auch schnell weggeht. Und da ist auch schon wieder das Won im Shop. 29 an der Zahl und 163 KK. Ich sehe schon, der Feuertal ist rausgegangen. Ich glaube, ein Legi Onyx ist noch raus. Warum nur einer? Ja, egal, Hauptsache etwas. Ich glaube, noch ein paar Taus sind raus. Also da ist schon echt wieder gut was verkauft gegangen. Und mal schauen, was wir jetzt mit über 30 Won finden werden. Da haben wir auch schon was gefunden. Ein Silberarmband plus 9 mit 15 Feuer und 5 TPA für gerade mal 6 Won. Nehmen wir mit und verkaufen es für 7 bis 8 Won weiter. Hat sogar noch 10 Wind. Oh ja, es gibt antike Jade für 55 KK. Da werde ich mal ein paar kaufen. Mal schauen, wie viel ich kriege. Ich muss aber dafür erstmal zum Lager, weil ich ein bisschen Won umwandeln muss. So, da ist sogar der Shop hier neben dem Lagerverwalter gefühlt. Das ist natürlich optimal. Wandeln wir jetzt einfach mal 6 Won erstmal um. Ich weiß nämlich nicht, wie viele es sind. Und es sind schon ein paar, deswegen gönnen wir uns auf jeden Fall alle hier raus. Heißt, ich muss gleich sogar nochmal Won umwandeln. Das ist aber kein Problem. Das machen wir gleich noch fix. Und ja, dann kaufen wir uns die ganzen Jade hier noch raus. Rubine will ich überhaupt nicht. Die sind absolut schlecht weiter zu verkaufen. Auch wenn 1,60 gar nicht mal so teuer ist, glaube ich gerade. Da schauen wir gleich direkt mal auf den Markt. 2 Won wandle ich nochmal um. Jetzt habe ich genug dafür da. Und dann schauen wir nochmal nach antike Rubine, was die gerade sagen. 1,60 und dann direkt 1,75. Ja, komm, ganz ehrlich. Hauen wir sie für 1,73 oder so wieder in den Shop rein. Das sind an der Zahl 17 Stück und das geht fast genau auf, ey, sogar. Das ist crazy. Okay. Wie viel Won müssen wir umwandeln? Für 10 Stücke 6 Won müssen wir nochmal umwandeln. Dann gönnen wir uns nochmal 10 antike Rubine. Und dann, ja, ist das Won halt auch schon wieder weg. So schnell geht das. Ein antiker Rubin bleibt dann noch über, aber das ist nicht so schlimm. So, noch 3, noch 2, noch einer und der letzte. Und das Won ist schon wieder weg. Easy. Komm, wir gehen mal ein bisschen Risiko. Wir haben ein einziges Mal antike hoch. Mal schauen, ob wir ein bisschen Glück haben. Erste Liga geklappt. Ja, fehlgeschlagen. Und wieder fehlgeschlagen. Come on, gib uns noch ein Legi bitte. Jawohl, und come on, noch einer. Jawohl, und noch einer bitte. Jawohl, und jetzt bitte 2 mythische. Mythisch Nummer 1, wir sind nicht im Miese. Jetzt mythisch Nummer 2. Nein, ist das ärgerlich. Ist er gut?
Er ist schlecht. Naja gut, lassen wir es jetzt sein. Ein bisschen würde ich weiterhaben, aber wir dürfen jetzt hier nicht zu viel Miese machen. Wir haben auf jeden Fall Profit gemacht und darum geht es am Ende. Okay, ich kriege gerade nicht alle Antiken in den Shop rein. Ich werde jetzt nochmal hier soweit ein paar antike Jade rausholen, so dass wir nochmal einen mythischen Appen und dann reicht das wirklich. Also den kriegen wir ja wohl hier mit ein paar Antiken noch hin. Erst Versuch auf Legi, schlägt Fail. Come on, der zweite aber. Eieiei, ich hätte es lassen sollen. Come on, geh bitte hoch auf Legi. Dankeschön und jetzt muss er auf mythisch klappen. Bitte klapp auf mythisch. Er klappt nicht. Wir machen miese. Wir machen ernsthaft miese. Noch ein Versuch auf mythisch. Wenn er jetzt klappt, ist noch okay. Und er schlägt wieder Fail. Eieiei, das hätten wir sein lassen sollen. Aber naja, ist halt so. Jetzt haben wir ein bisschen den Profit verspielt hier von den ganzen antiken Steinen. Aber ist nun mal so. Mal verlieren wir und mal gewinnen die anderen, sagt mal so schön. Ne? Ist halt so. Aber gut. Packen wir die antiken Rubine hier wieder für 1,75 rein. Jetzt kriegen wir auch alle in den Job rein. Yippie. Und ja, gut, das war ein bisschen miese. Egal. Wir haben richtig viel Profit gemacht mit dem Feuertali und mit dem anderen Helm hier, mit dem Verhöni. Von dem her passt das Ganze. Das Silberarmband packen wir jetzt auch noch für 7 in den Shop rein und schauen, was bis morgen wieder verkauft ist. Ja, heute war die Folge mal etwas länger. Ich blende euch unten links natürlich wieder ein, an was für einen Standpunkt wir uns befinden. Falls ihr auch Bock habt zu handeln, registriert euch gerne mit meinem Link. Den findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Euer Simply. Ciao, Freunde.